denn schon live? Ich hoffe doch. Schönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, hier auf dem Norrisring zu einem der Highlights an diesem Wochenende. Es ist der 40. Geburtstag der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft, der an diesem Wochenende hier zelebriert wird auf dieser Traditionsrennstrecke 2300 Meter. Ist sie lang mit einem Sonderlauf oder mit zwei Sonderläufen unter dem DTM Classic. Das wird ein rollendes Geschichtsbuch werden des Tourenwagensports der 70er Jahre, der 80er, der 90er und sogar der 2000er. Also gute vier Jahrzehnte Rennsportgeschichte, die auch hier auf dem Norrisring stattgefunden hat, die wir jetzt hier alle gemeinsam erleben werden mit einem 25-minütigen freien Training. Eine ganze freie Training sind hier am Vormittag bereits gewesen mit 16 Fahrzeugen, die zum Teil sehr hochkarätig selbst gewesen sind, mit vor allem als so eine ganz seminar Kapferin. Und diejenigen, die auf der Strecke sind, waren das ist ein originales Einsatzauto der Rennsportmeisterschaft der DRM-Saison. 1977, damals von Jörg Obermoser gefahren, in den goldenen Warsteiner Farben, dieses Auto dann später an einen Immobilienunternehmer veräußert worden, der ganz heiß gehalten hat. Und heute ist dieses Auto in norwegischer Hand und wird von Max Gerdlum gefahren. Der hat 2000 Kilometer Einsatzweg auf sich genommen, um diesen BMW-Wagen zu fahren. Im Feld war heute Morgen der Audi V8, das Originale, mit einer Rundenzeit von 58,277. Das ist noch nicht das Zeitlimit, das heute Morgen Stefan Lehmann vorgelegt hat in der Mercedes-Benz. Er ist eine 50er-Zeit gefahren, ist jetzt allerdings erst einmal auf seiner Fender unterwegs, bringt das Auto auf Betriebstemperatur, eine Mercedes-AMG C-Klasse. Der Baureihe B203, das originale DTM-Einsatzauto von Dan Schneider aus der Saison 2005. Von Stefan Mückelgang 2006 pilotiert, der sitzt also genau in dem Einsatzauto, in dem er vor 18 Jahren mit der ganz vorne, hier ist ein Teamkollege, Ronny Scheer aus Dresden, der startet von Schuler Crosshaus aus der britischen Tourenwagenmeisterschaft 1990 von Ritten Rock Rabbit eingesetzt. Auch das ist Originalauto mit einem 560 PS starken Vierzylinder Turbomotor. Hier auf dem Norrisring ist dieser Vorsteher mit 70% Vollgasanteil auf dieser 2,3 Kilometer langen Linie. Augenblick, die Bestzeit ab an Alfred Jäger aus Essen im Audi V8. Das ist der Teamkollege von Hans-Joachim Stuck und Anton Werner, der drei Audi Rennfahrzeuge hier an den Start bringen zur Feier des Tages zum 50. Geburtstag der DTM Deutsche Tourenwagenmeisterschaft. Von Ronny Scheer aus Dresden und wäre das bereits nicht alles. Der Porsche, den Sie ganz vorhin gesehen haben, aus der Schweiz, der 1974 Cup aus der Einladungsklasse 4, den sehen Sie im Augenblick angeschaltet. Das ist fünfter Position, so nach Braun ist das Gerät auch so zum ersten. Daraus ist dann später das Racing One Team geworden, das sich heute mit Ferrari-Fahrzeugen beschäftigt. Turbomotor ausgestattet, Leistung zwischen 650 und 800 PS, kann man gar nicht so genau beziffern, aber tatsächlich ist es eine gute Motor, und das Auto ist fährt jetzt auch an die dritte Position nach vorne. Seine Rundenzeit jetzt 56,714, damit befindet er sich in derselben Sekunde wie sein Teamkollege Alfred Jäger und auch Ronny Scheer aus Lüfte. Er wird übrigens einen Turbomotor unterwegs, als er sich
damals von Hans-Joachim Stuck zum Meistertitel gefahren worden ist. Das Auto ist technisch allerdings auf den 91er Stand, also ein bisschen leichter. Und das hören Sie auch auf der Stand des Ferraris. Das Auto ist klingt sehr, sehr gewaltig, also ein 18er Motor dort installiert mit so einem Motor. Der Essener Raumschuh ist bisher schon berühmt gewesen, bevor er benutzt hat. Aber ich kann nicht mehr, dass es einer der großen Favoriten im Feld im 2005 war, Mercedes-Benz, also ein Class 1 Auto schon auf dieser großartigen Basis. Das ist ein großer Widersacher in diesem Rennen. Stefan Roth aus Landshut im 2007er Audi A4 ist noch gar nicht auf die Strecke gegangen. Schon das Auto möglicherweise noch in diesem freien Training. Ich schau mal auf die Uhr, wie viel Zeit jetzt verbleibt. 13 Minuten. Also die 14 Minuten in diesem Qualifying haben wir super angeschaut. Da gibt es viele spannende Autos, zum Beispiel einen lackiert mit einer legendären Beschriftung. Da steht Sinziger Mineralwasser drauf. Und auf diesem Auto, da lernte ein gewisser Olaf Mantei 1982 die großen Driftwinkel beherrschen mit dem deutschen Rennstrecken. Eine blattgefederte Achse aus dem Ford Transit an der Hinterhand. Und das war natürlich für den Menschen die große Driftwinkel erwuchsen und damals haben sie sich riesige Duelle geliefert im deutschen Rundstreckenpokal. Nicht nur Olaf Mantei, sondern auch Axel Walkuriak, Lothar Dahlen und Franz Josef Gröding und wie die alle geheißen haben. Und dieses Auto fährt Hans-Gerd Brauneiser und auch der Name wird dem einen oder anderen noch etwas sagen, nämlich Brauneiser Renntechnik. Das war der Motorenlieferant von Olaf Mantei und von allen denen, die bei einem Ford Escort der S2000 damals eingesetzt haben. Der Mann hat diesen Liter aus Köln-Lupis und hat tatsächlich bei sich im Keller diese Motoren vorbereitet. Und ich hatte persönlich vor genau 30 Jahren, 1994, mal das Vergnügen, diesen Keller besichtigen zu dürfen. Wo andere Leute vielleicht Kartoffeln und Einmachgläser aufbewahren. Da hat Gerhard Brauneiser diese Motoren vorbereitet. Und sein Video kann Gerhard Brauneiser auch noch einmal aus der damaligen Europa 1 Wien. Ganz Europa-Trophäe hieß das Ganze und das war jetzt schon machen kann. Also eine große akustische Offenbarung der Viertplatzierten. Mercedes, die Rundenzeit des Berliners im Augenblick 56,9. Jan Kreher, der 25-Jährige im BMW, der Baureihe 36, der norwegische BMW 23.